Ob ich mich für historische Bilder interessiere, das weiß ich gar nicht. Mich interessieren eigentlich Bilder generell. Ich interessiere mich für Fotografie und Bilder faszinieren mich, weil sie so viel Interessantes und Vergangenes preisgeben. Ja, ich habe das Bild da von diesem Mann, der da auf dieser Maschine steht, ist mir ins Auge gefallen, habe ich natürlich sofort gesehen, was das ist. Die Bildbeschreibung, die hat mich nicht sehr was begeistert, weil da war gar nichts Spezifisches und ich habe sofort gesehen, da steht ein Mann mit einer Helmlampenbatterie hinten. Die gibt es heute in der Form gar nicht mehr, weil sie so schwer sind. Und der bedient ein Bohrgerät, mit dem die Sprenglöcher im Tunnel gebohrt werden. Wenn ich das Bild sehe, rieche ich richtig die Luft, die da herrscht, das Ölige und das Feuchte. Die Männer, die da arbeiten, die haben es nicht einfach. Und der Mineur, der da steht, ich kenne diese Leute, oder? Die sind sehr praktisch strukturiert und die sind sehr leistungswillig. Die stört der Dreck nicht. Und wenn was nicht mehr funktioniert, dann gehen die nicht ans Telefon und rufen den Monteur. Die probieren selber. Das sind praktische Menschen, die sofort Hand anlegen. Wenn ich das sehe, da bin ich schon fast im Tunnel. Ich klicke mich durch, wie beim Surfen im Internet. Ich klicke mich durch und bleibe an Bildern hängen. Und wenn ich gebe zum Beispiel den Suchbegriff Stollen oder Tunnel ein und dann sage ich, oh, interessant, das war doch vielleicht dort und dort. Und dann gehe ich vielleicht noch spezifischer vor und dann frage ich mich, wo war das genau? Die Beschreibung, die der Titel zeigt, die stimmt nicht ganz. Da muss ich mal gründlicher dahinter und dann sieht man auf dem Bild schon am Alter der Geräte oder an der Kleidung der Männer oder an anderen Hinweisen, wann das in etwa war und wo das war. Es ist faszinierend, noch Bilder zu sehen aus 1890 oder noch älter und man findet raus, wo es war, obwohl sich da viel verändert hat. Und das ist bei mir wie eine Sucht, diese Bilder zu durchstöbern. Und da verliert man sich irgendwie. Das ist wie, ich kann wunderbar abschalten dabei. Das ist eine tolle Entspannung. Also ich mache da keine Dienstleistung für irgendjemanden, sondern für mich, weil ich mich da erhole und da richtig drin aufgehe. Das ist auch irgendwie meine Motivation, da was zu machen. In Arbeitspausen oder am Abend oder am Wochenende, wenn ich die Zeitung gelesen habe oder wenn ich keine Lust mehr zu lesen habe oder müde bin, Wetter draußen nicht gut ist, die Familie mich ein bisschen in Ruhe lässt, dann hole ich den Laptop auf die Knie und versinke da ein bisschen in den ETH-Pics.